Ich eröffne mit 2 gebracht und 3 mehr. Die 5 und 2 drüber. Gebracht. Und 10. Sehen. Die 10 und 15. Und 10. Sie sind dran, Döring. Auch wenn ich es nie mehr wieder tue. Die 10 und 10. Full House. Vier Damen. Wo er nicht mal mit einer was anfangen kann. Hagenfeld, bei Ihnen sind es unterm Strich 171.000. Bei Ihnen 93 Miller Althoff. Flotter Abend. Oder jemand anderer Ansicht? Meine Herren, es war mir wieder mal ein ungeteiltes Vergnügen. Ich akzeptiere auch Schecks. Und hat dabei das Gleichgewicht verloren, der Idiot! Herr Hagenfeld, ich glaube, ich habe das anders gesehen. Haben Sie Dr. Buschhoff gekannt? Flüchtig, warum? Ich dachte nur, weil Sie den Fall Hagenfeld übernehmen. Ganz schön nervös, Ihr neuer Mandant.
Wenn einen zwei Wochen vor der Verhandlung der Anwalt wegstirbt, ist das auch kein Wunder. Dankeschön. Guten Tag, Herr Hartfeld. Abend, Doktor. Ich dachte, Sie wollten am Vormittag kommen. Es steht Ihnen frei, sich einen anderen Anwalt zu nehmen. Aber auch der würde ein paar Stunden brauchen, um sich in Ihren Fall einzuarbeiten. Ja, ja, schon gut. Ist doch typisch, dass der Buschhoff gerade jetzt abkratzen muss. Herr Hartfeld, ich bin sicher, Dr. Buschhoff wäre lieber noch am Leben. Und? Wie sieht's aus? Können Sie mir helfen? Die amtlichen Feststellungen haben nichts ergeben, das gegen Unfall spricht. Trotzdem bleibt der Zeuge Althoff dabei, dass es Mord war. Ja, und das glauben Sie? Sie sind mein Verteidiger, Doktor. Ich glaube gar nichts. Ich kann mich nur an die Fakten halten. Laut Obduktionsbefund gibt es keine Spuren eines Kampfes oder einer Fremdeinwirkung. Festgestellt wurde Herzversagen infolge Kälteschocks. Mich interessiert lediglich das Motiv, das den Zeugen veranlasst, zu behaupten, es sei eiskalter Mord gewesen. Ja, da braucht man doch nur eins und eins zusammenzuzählen. Der will mich fertig machen. Althoff, Döring und Sie sind, wenn ich recht informiert bin, in derselben Branche tätig. Import-Export, richtig? Sind es gut. Döring ist tot und ich sitze hier drin. Und wenn das Gericht dem Althoff glaubt, dann hat er doch mit einem Schlag seine einzigen wirklichen Konkurrenten vom Hals. Und er braucht dafür nicht meinen Finger zu rühren, außer für einen lächerlichen kleinen Meinheit. Nun, das Motiv, das Ihnen Althoff für den Mord unterstellt, Ihre Spielschuld nämlich, ist bei Ihrer finanziellen Situation Gott sei Dank nicht sehr glaubhaft. Eben, ist doch Schwachsinn. Wenn nicht mal 200.000, bringe ich doch niemanden um. Althoff handelt genauso wie Sie mit Waffen, ist das richtig? Nein, mit Hightech. Was unsere Kunden mit den Bauelementen machen, ist Ihre Sache. Präzise gefragt, macht Althoff krumme Geschäfte? Das ist eine Sackgasse, Doktor. Ich mache dieselben. So kommen wir nicht weiter, Herr Hartfeld. Mir geht es in erster Linie darum, die Glaubwürdigkeit des Zeugen Althoff zu erschüttern. Das habe ich verstanden. Althoff hat Häuser auf der Meile, Puffs, Massagesalons und so weiter. Das ist leider nicht verboten, Herr Hartfeld. Das weiß ich. Aber ich bin sicher, dass da noch was anderes läuft. Und das Wechselgeld. Danke. Ich weiß zwar nicht, was Sie heute vorhaben, aber ich habe hier ein paar Minuten Schluss hier. Na dann, schönen Abend. Voll leihfrei, bitte. Öl und Wasser in Ordnung. Steht dir gut, so ein Strampelanzug. Seit wann leistest du dir denn Markentreibstoff? Ich glaube, man sollte mal die Luft kontrollieren. Mache ich nur gegen Trinkgeld. Darf es auch ein Job sein? Oder betrachtest du das hier als Lebensstellung? Es ist beruhigend, einen wirklichen Freund zu haben. Genau. Du solltest hier kündigen, Josef. Hm? Nicht, dass mir der Typ sympathisch wäre, aber ich glaube, er ist unschuldig. Und wenn schon. Morgen Mittag weiß ich, dass dieser Althoff eine saubere Weste hat und am Nachmittag kann ich mir einen neuen Job suchen. Nee, Dieter, da bleibe ich lieber in der Mineralölbranche. Nimm dir doch 2 Tage Urlaub, Josef. Was zahlst du? 500 pro Tag. Und der Tag hat 25 Stunden. Okay. Ein bisschen Urlaub wird mir gut tun. Yes, I need you. You keep me staying alive.
Doktor, Silvia Teunissen hier. Wissen Sie, was passiert ist? Das erraten Sie nie. Mein Geschiedener will mich wieder heiraten. Was meinen Sie? Soll ich ja sagen, Doktor? Aber diesmal nicht ohne Ehevertrag, sonst habe ich bei der nächsten Scheidung wieder dasselbe Theater. Ich rufe Sie morgen früh wieder an. Ciao, Doktorchen, bis dann. Dr. Renz, Sie Schwein, hören Sie zu. Wenn Ihnen Ihr Leben lieb ist, schließen Sie Ihren Laden und setzen sich ins Ausland ab. In 3 Tagen sind Sie fort, sonst knallt's, kapiert? Soll das ein Antrag sein? Du siehst gut aus, ehrlich. Jupp, lass den Schmus. Nicht nur du bist älter geworden. Also, was willst du? Ich brauche ein paar Informationen über den Typen. Henry Althoff. Angeblich ein ganz großes Tier auf der Meile. Wer soll denn das sein? Dein Chef, Alexa. Peter? Er ist seit Wochen in Ibiza. Komm schon, Alexa, stell dich nicht doof. Der Mann sitzt im Rollstuhl. An den kommst du nicht ran, Jupp. Der ist ein ganz großes Tier. Möglich. Also, was weißt du? Nichts, Josef. Ehrlich. Warum hast du dann Angst vor dem Typen? Halt dich da raus, Josef, bitte. Pass auf, Jupp. Versprochen? Du kennst mich doch. Deswegen habe ich auch Angst um dich. Ich muss dann. Soll ich dich jetzt fragen, ob du noch einen Kaffee willst bei mir? Nee, besser nicht. Ich könnte ja sagen. Also, mach's gut dann. Wo ist denn der Zucker? Gibt's bei mir nicht. Milch wohl auch nicht? Erraten. Und die Tassen? Braucht man nur zu spülen. Hast du die Polizei schon verständigt? Die haben was Besseres zu tun, als mir deswegen Personenschutz zu geben. Aber der Typ meint es vielleicht ernst. Das wird sich herausstellen. Gibt's was Neues über Althoff? Ja, der Rollstuhl, wie sie ihn nennen. Wieso Rollstuhl? Er hatte vor 3 Jahren einen Jagdunfall in Afrika. Seitdem ist er gelähmt. Jedenfalls hat er Puffs, Saunen und Spielclubs. Ich habe gefragt, ob es was Neues gibt. Ja, Hagenfeld hat anscheinend recht. Althoff dealt mit harten Drogen, und zwar im ganz großen Stil. Er kontrolliert das halbe Rhein-Main-Gebiet. Das müssten wir erst mal beweisen. Weißt du schon wie? Dein Job, Josef. Thank you.
60. Hey, Josef, der Althoff ist viel zu gerissen. Ich bin schon seit Jahren hinter ihm her. Und immer wenn ich dachte, wir haben ihn, nichts. Wir können ihm einfach nichts beweisen. Ich brauche bloß einen Rollstuhl zu sehen und schon kriege ich Depressionen. Besorgen mir ein paar Gramm Koks. Sag mal, hast du nur alle? Ich finde meinen Job zwar manchmal zum Kotzen, aber ich möchte ihn trotzdem noch ganz gern ein paar Tage behalten. Sag mal, hast du Kleingeld? Ich dachte, du wärst nicht bestechlich. Wie du dir das vorstellst. Ich komme an das Zeug gar nicht ran, das weißt du doch selber. Ach. Kein Koks, keine Cola. Mensch, Josef, das haben wir doch alles versucht. Der Althoff riecht einen Bullen auf 10 Kilometer. Ich bin keiner mehr. Du riechst aber noch so. Selbst wenn ich dir helfe, es wird dir nicht mal gelingen, den Kerl auch nur zu treffen. Wollen wir wetten? Um eine Cola. Um zwei. Gebonkt. Verzeihen Sie, aber wir haben bereits geschlossen. Oh, das habe ich befürchtet. Ich habe mich leider verspätet. Ist denn Herr Althoff noch da? Herr Althoff? Der sitzt da drüben. Danke. Guten Tag, Herr Althoff. Schön, Sie zu sehen. Wir kennen uns nicht, aber Ihre Sekretärin. Darf ich mich setzen? Mein Name ist Lyko. Holger Lyko. Aber was sind schon Namen? Entschuldigen Sie bitte, aber Herr Althoff möchte gerne alleine sein. Natürlich, verstehe. Ich störe auch nicht lange. Aber Herr Althoff und ich, wir haben einen gemeinsamen Freund. Kann ich vor Ihrem Begleiter offen reden? Ich habe mich doch klar genug ausgedrückt, oder? Ja, das haben Sie, mein Lieber. Ich bin heute Morgen aus Bangkok gekommen. Ich besitze in Thailand einige Plantagen, Sie verstehen. Normalerweise liefere ich nur in die Staaten. Das ist erstens sicherer und zweitens bequemer. Aber unser gemeinsamer Freund hat mir geraten, Sie einmal aufzusuchen. Man weiß ja nie. Jedenfalls bin ich ein paar Tage in Frankfurt. Und falls Sie mal einen Engpass haben, ich habe eine Probe mitgebracht. Die Qualität ist erstklassig. 4. Und der Preis ist eine Frage der Menge. An welchen Preis haben Sie so gedacht? Wie gesagt, das hängt davon ab. Wie viel ich nehme, das habe ich verstanden. Was meinen Sie, Ulrich? So 10.000 Tonnen? Oder sagen wir 50? Ja, 50.000. Die sollten doch spielend absetzbar sein. Uganda, Zaire, Sudan. Milchpulver brauchen die schließlich alle. Die Rechnung kommt gleich, Herr Althoff. Danke, meine Liebe. Komisch. Das färbt er gar nicht. Und außerdem schmeckt es abscheulich. Tut mir leid, Herr Lyko. Aus dem Geschäft wird nichts. Trotzdem, schönen Gruß an unseren gemeinsamen Freund. Wir sehen uns. Ich hab die Nummer. Obwohl sie sicher gefälscht ist. Oder das Motorrad war geklaut. Erschlag mich, Dieter. Aber womöglich steckt Althoff hinter der ganzen Sache. Vielleicht will er nicht, dass du Hagenfeld verteidigst. Wenn ich es nicht tue, dann tut's ein anderer. Aber bei weitem nicht so brillant wie du. Ja, gestimmt. Nein, Josef. Wahrscheinlich habe ich mir die ganze Verfolgung nur eingebildet. So, trägst du die mal rüber? Gern. Und der Anruf? Die Drohbriefe? Du nimmst das alles zu sehr auf die leichte Schulter, Dieter. Die beobachten dich doch auf Schritt und Tritt. Also denk scharf nach, wer noch in Frage kommen könnte. Mein Gott, was weiß ich? Schwalbe zum Beispiel, der Taximörder. Du erinnerst dich doch. Der hat geschworen, mich umzubringen. Ich weiß.
Nur der sitzt noch. Lürbenitz zum Beispiel. Den habe ich als Nebenkläger geliefert. Wirtschaftsverbrechen. Hat in einem Doktor 8 Jahre und die Agauen hatten 12 Millionen gekostet. Oder dieser Mörder in Hamburg. Was für ein Mörder? Hat eine Frau erwürgt. Zahnärztin, glaube ich. Ich habe ihn im Hotel Pazifik gestellt, als er gerade aus dem Zimmer der Frau herauskam. Er ist mir entwischt und wurde niemals gefasst. Das gab vielleicht Schlagzeilen damals. Von Dr. Renz, der Held vom Pazifik, bis Anwalt lässt Mörder entkommen. Grässlich, diese Schamalie. Warum sollte er dich aus Frankfurt weghaben wollen? Eben. Vielleicht Barowski, der arme Irre, ein Boxer. War in den 60er Jahren ein paar Mal hessischer Meister, ich glaube sogar Deutscher. Nach seiner aktiven Zeit hat er leider nicht aufgehört, Leute zusammenzuschlagen. Angeblich immer in Notwehr. So, fertig. Ich bringe das Fleisch. Nach der Urteilsverkündung hat er gebrüllt wie am Spieß. Wurde in eine Heilanstalt eingewiesen. Moment. Die Stimme auf dem Anrufbeantworter. Das könnte die von Barowski sein. Was war denn das? Eine Bombe! Was? Tja, Herr Dr. Renz, Gott sei Dank ist Ihnen nichts passiert. Gute Nacht. Wiedersehen. Am besten, Sie schlafen heute Nacht im Hotel. Ne? Kommt überhaupt nicht in die Tüte. Was soll denn das heißen? Du ziehst zu mir. Kannst du da schlafen? Oh, für Geld tue ich alles. Willst du damit sagen, dass... Ich ab jetzt dein Leibwächter bin. Die Bedingungen bleiben dieselben. 25 Stunden am Tag? Ach du lieber Gott. Auch rein. Aber nur einen Doppelten. Du weißt, dass ich während der Arbeit nichts trinke. Wie war das eigentlich mit diesem Baldowski? Wir sind da leider unterbrochen worden. Barowski, ein armes Schwein, aber leider auch gefährlich. Ich habe damals einen psychiatrischen Gutachter hinzugezogen, Professor Wilczek. Er hat ihm einen schizophren grundierten Verfolgungswahn attestiert. Also Heilanstalt statt Knast? Ja. Das Gericht verfügte die Einweisung in eine geschlossene Anstalt auf unbestimmte Dauer. Und mir, seinem Verteidiger, schob er dafür die Schuld zu. Hätte ich auch gemacht. Weiter. Sei mir nicht böse, Josef. Aber ich bin hundemüde. Morgen ist auch noch ein Tag. Ich hab den Bonbon aufs Kopfkissen gelegt. Sag mal, was soll denn das? Wir sind doch hier nicht in Chicago. Nein, in Manhattan. Alles in Ordnung. Bist du ganz sicher? Geh du mir nur auf den Wecker. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Schönen Tag. Dankeschön. Willst du jetzt wirklich Tag und Nacht um mich rumtanzen? Ja, hast du einen besseren Vorschlag? Und ob? Du kümmerst dich weiter um Althoff. In knapp 2 Wochen ist Verhandlung. Und ich brauche noch immer Beweise. Und da lohnt's. Das stinkt ja entsetzlich. Buttersäure, schätze ich. Originell. Dein Büro kannst du die nächsten Wochen vergessen, außer du möchtest mit einer Gasmaske arbeiten. Ich hol meinen Hausmeister. Und die Polizei. Mit Vergnügen. Bläh. Thank you.
Spatula wird dir nichts nützen. Meine Worte. Ich denke an Althoff und du. Sag mal, woran ist eigentlich der erste Verteidiger von Hagenfeld so plötzlich gestorben? Verkehrsunfall. Du denkst... Der Typ meint es ernst, Dieter. Ich zieh ins Hotel. Schön, dass ich Sie persönlich erreiche. Hier spricht Renz. Ich bin der Anwalt von Herrn Hagenfeld im Mordprozess Döring, wie Sie vielleicht wissen. Tja, es läge mir sehr viel daran, Sie einmal persönlich zu treffen. Vor allen Dingen würde ich mir gern mal den Ort des Geschehens ansehen. Den Tatort, exakt. Und wann? Um 19 Uhr. Ich werde pünktlich sein. Das ist gegen die Abmachung, Dieter. Du kannst mich hier nicht einsperren. Ich hasse Hotelzimmer. Wenn dir das Leichenschauhaus lieber ist, bitte. Bist du gut im Boxen? Für dich reicht's immer. Kalle Barowski ist ausgebrochen. Ausgebrochen? Ja, vor 10 Tagen. Warum hast du mir nicht erzählt, dass er Werksfahrer für Motorräder war? Weil ich es nicht wusste. Jetzt weißt du es. Verhindert, Sie zu empfangen. Er bedauert zutiefst. Wenn Sie bitte eintreten wollen, Vorsicht, die Rollstuhlrampe. Ja, hier an diesem Tisch fand das Spiel der Herren statt. Hier pflegt der Platz von Herrn Althoff zu sein. Darf ich Ihnen eine kleine Erfrischung anbieten? Nein, danke, sehr freundlich. Tja, und hier geht es zur Terrasse und zum Pool. Von hier aus hat Herr Althoff die Tat beobachtet. Würden Sie mir bitte ein wenig behilflich sein? Selbstverständlich. Was kann ich für Sie tun, Herr Doktor? Stellen Sie sich doch mal an den Beckenrand. So, ja. Ich verstehe. Hier hat Herr Hagenfeld Herrn Döring ins Wasser gestoßen. Können Sie sich jetzt mal hinknien, bitte? Dankeschön. Der Pool war zur Tatzeit natürlich voll. Wir wechseln gerade das Wasser. Wann meinen Sie, kommt Herr Althoff nach Hause? Ich hätte ihn gerne persönlich gesprochen. Das kann ich Ihnen beim besten Willen nicht sagen. Herr Althoff ist ein viel beschäftigter Mann. Aha. Ach, übrigens, in der Nacht sieht man alles besonders gut. Dank der fantastischen Beleuchtung. Ugh.
Mann, jetzt hack doch nicht pausenlos auf dem Jungen rum. Das bringt so eine wirklich nicht, oder? Kannst mir glauben, das ist ein Riesentalent. Ja, mit solchen Flaschen wie dem Heiner können wir ja nichts werden. Den hau ich ja noch um. Die 60 waren mir ganz groß. Es waren noch Boxe. So, Herrschaften, das ist die letzte Runde. Na ja, hast du mal, der Wild muss haben, sei alt trainiere. Wie viele Runden stehst du denn durch mit dir, Heinz? Gestern war ich nach der ersten stehen, K.O. Kalle Barowski. Kannst du dich an den noch erinnern, Erich? Freilich, Barowski. War ganz große Klasse. Deutsche Meisterschaft in Dortmund. All den hat das gäbe. Mein lieber Freund. Wie sie dem den Siegerkranz umgehängt habe, da habe ich fast geweint. Wir reden hier nicht mehr über Barowski. Aber die Bilder lasst er von ihm hier hängen, das verstehe ich nicht. Der war doch echt gut. Unser Trainer hat immer gesagt, an dem müsst ihr euch ein Beispiel nehmen, an dem Barowski. Für uns war das so eine Art Idol. Ehrlich. Das war er auch. Und ein dufter Gumpel dazu. Das war er doch, Heinz. Das musst du doch zugeben, oder? Ja, ja, hast ja recht. Aber ich will nach Hause. Der Heinz und der Barowski, das waren mal ganz dicke Freunde. Aber seit er in der Klapsmühle ist... Jetzt halt endlich die Schnauze! Der Kalle ist tot und vergessen. Danke. Bitte. Jetzt pass mal auf. Der ist für Kalle. Den brauche ich, muss noch bezahlen. Wenn der Kalle wüsste, was für Freunde er hat. Mehr habe ich nicht. Du musst ihm den unbedingt geben. Das ist ein Vermögen für ihn. Davon kann er eine ganze Woche lang leben. Ich würde ihn ja gern mal besuchen. Das geht nicht, Josef. Wir müssen vorsichtig sein. Na? Du warst also doch bei Altwurf? Ja. Dir ist einfach nicht zu helfen. Und wie fandst du Barowski? Gar nicht. Jedenfalls nicht in dem Club, wo ich ihn vermutet habe. Aber ich garantiere dir, dass ich auf der richtigen Fährte bin. Dann Waldmannsheil. Was soll das heißen, Doktor? Dass Althoff aus welchem Grund auch immer die Verhandlung verzögern will, so einfach. Aber eine Geschäftsreise kann doch kein Grund sein. Und dann gleich 6 Wochen. Wenn Sie das nicht hinkriegen, nehme ich mir einen anderen Anwalt. Ich werde wahnsinnig hier, verstehen Sie? Auf meinen Einspruch hin hat die Kammer sein Ansinnen abgelehnt. Es bleibt dabei, die Verhandlung ist in 12 Tagen. Entschuldigen Sie bitte, aber manchmal... Ich könnte verstehen, wenn Sie... Ich meine, wenn Sie Angst hätten und alles hinschmeißen würden. So leicht bin ich nicht klein zu kriegen, Herr Hagenfeld. Ein Bombenattentat auf meinen Anwalt. Diesem Schwein ist jedes Mittel recht, um mich fertig zu machen. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass Herr Althoff... Natürlich, wer sonst? Ich kenne diese Ratte. Herr Hagenfeld, ich verstehe sehr gut, dass Sie in Ihrer Lage Herrn Althoff allmählich für alles Übel der Welt verantwortlich machen. Aber ein Attentat auf mich? Was hätte das für einen Sinn? Er will den Prozess verzögern, das sagen Sie doch selbst. Weiß der Teufel, was der wieder von der Schweinerei gegen mich ausbrütet. Der Hagenfeld baut immer mehr ab. Ist ja auch kein Wunder. Wie lange wird deine Besprechung dauern? Höchstens 2 Stunden, es sei denn, ich muss mit zum Mittagessen. Schön, so eine Fahrt nach 2 Tagen Gefängnis.
Nach einem genau genommen. Die Nacht bei dir zähle ich mit, die war nämlich das Schlimmste. Was guckst du denn dauernd in den Rückspiegel? Vorsicht ist besser als ein Nachruf. Scheiße. Ist was? Das ist ein anderer als neulich. Bist du sicher? Ganz sicher. Das ist auch eine andere Maschine. Du leidest unter Verfolgungswahn, Josef. Verfolgungswahn? Ab sofort beantragst du Polizeischutz. Also ihr ruft mich sofort an, klar? Klar. Ja. Guten Abend. Guten Abend. Kann ich noch ein Bier haben? Wir haben seit einer Stunde geschlossen. Ach so, da kann man nichts machen. Obwohl, unter Freunden, ich wollte nur fragen, vielleicht braucht er eine Bude. Erich hat gestern sowas angedeutet. Und wie gesagt, ich hätte ein Zimmer für den Borowski. Kostenlos. Wer ist denn der Kerl? Also, das ist ein Sportsfreund aus Oberhausen. Das ist Herr Wendrup, der Präsident von unserem Verein. Sehr erfreut. Ist ein harter Job, was? Ich meine, so einen Club zusammenzuhalten. Aber wegen dem Nachwuchs und so, ne? Ich gehe dann mal. Meine Herren. Gute Nacht, Herr Wendrup. Nacht. Na. Gute Nacht. Was ist denn los? Habe ich was falsch gemacht? Jetzt hör mir mal gut zu. Ich hab's dir schon gestern Abend gesagt. Der Kalle Borowski ist für uns gestorben. Ist das klar? Ist er weg? So, Herr Schilling, Sie gehen jetzt nach Hause. Kommen Sie. Das ist doch Erich! Das ist doch der Borowski! Nee, nee, nee. Das war Schilling, der alte. Er sieht ihm nur ähnlich. Ihr könnt mich doch nicht verarschen. Herr Wilke! Herr Wilke! Das war doch, hau ab! Sonst gibt's heute Abend noch eine Kopf-Körper-Kombination. Schach. Guten Abend. Na, habt ihr den Borowski geschnappt? Fast, wenn seine Kollegen nicht gepennt hätten. Er ist übrigens mit einem Motorrad geflüchtet. Darf ich mir im Moment die Füße vertreten? Aber sicher. Herr Matula passt schon auf mich auf. Rat mal, was passiert ist. Na, sag schon. Unser Freund Althoff hat sich abgemeldet.
Abgemeldet? Was heißt das? Er hat sich krank schreiben lassen. Von Dr. Schreier, diesem Modearzt. Und ist in einem Sanatorium untergetaucht. Und das ganze 11 Tage vor der Verhandlung. Angeblich ein Nervenzusammenbruch. Der Prozess ist verschoben. Warum lässt du ihn nicht zwangsvorführen? Oder sowas? Und von mir aus amtsärztlich untersuchen, wenn du glaubst, dass es diesmal wieder nur ein Trick ist. Der Schreier ist leider eine Kapazität. Zwangsvorführen, wie du dir das vorstellst. Wir müssen vorher beweisen, dass der Mann gesund ist. Ich muss überhaupt nichts außer diesem Barowski finden. Auch. Aber zuerst kümmerst du dich um Althoff, sonst kriegst du mit mir Ärger. Angemeldet? Leider nein. Ist der Herr Doktor zu sprechen? Der kommt erst um 11. Ach, erst um 11. So lange kann ich leider nicht warten. Ich rufe ihn an. Wann wäre es denn günstig? Warten Sie mal. Tja. Am besten wäre es am Dienstag in 2 Wochen, zwischen 12 und 12:30. Oh, da bin ich leider nicht da. Vielleicht können Sie mir helfen. Meine Mama ist nervlich, sagen wir, etwas zerrüttet. Und ihr Hausarzt hat ihr Dr. Schreier empfohlen. Angeblich sollen seine Kuren eminent erfolgreich sein. Und eigentlich wollte ich nur fragen, was das kostet, weil meine Mama ist nicht privat versichert. Und ich kann mir vorstellen, dass so eine Kur... Hat der Herr Doktor eine eigene Klinik? Nein. Nur Vertragsbetten für Privatpatienten. Ja, das habe ich mir beinahe gedacht. Wie gesagt, ich wäre zu jedem Opfer bereit. Haben Sie ein Prospekt oder sowas? Vielleicht mit den Preisen? Obwohl, vielleicht sollte ich warten und die Sache mit dem Doktor besprechen. Der Doktor hat heute keine freie Sekunde. Aber Sie können sich die Unterlagen ja mal ansehen. Ja. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Althoff, was machen Sie denn hier? Ihnen fehlt doch hoffentlich nichts. So ein Zufall. Da besuche ich meine Mama, Sie können sitzen bleiben. Und treffe alte Bekannte. Haben Sie über mein Angebot noch mal nachgedacht? Die sind für unseren gemeinsamen Freund. Sie kennen ihn ja. Mit solchen Fotos, auf denen man sieht, wie gut es ihm geht, kann man ihm die größte Freude machen. Bis dann. Ulrich. Althoff ist voll verhandlungsfähig. Natürlich kann ich das beweisen. Ich denke, ein Satz Foto sollte genügen. Ich verlange eine sofortige amtsärztliche Untersuchung, die dieses Gefälligkeitsgutachten von diesem Dr. Schreier widerlegen wird. Vielen Dank, Herr Richter. Auf Wiedersehen.
Du bist wirklich in Hochform, Josef. Wann sind die Fotos fertig? In etwa 2 Stunden. Einen Schluck zu trinken? Später. Jetzt habe ich erstmal ein Rendezvous mit deinem Boxer. Lassen Sie mich raus. Hallo, ich bin's, Erich. Erich! Komm doch mal auf. Ich finde das verrückt. Da hat der Kalle einen echten Freund und weiß da davon gar nichts. Hallo? Wer ist denn der? Das ist ein Freund von dir, Sven. Der mit dem Hunderte. Und was will er von mir? Ein Autogramm. Am liebsten aus Zeitungsbuchstaben. Was soll denn das heißen? Ist nicht für mich. Ist für einen Freund von mir. Wer ist denn der Erich? Er will dir helfen. Lass mich in Ruhe. Mein Freund ist ganz wild nach dem Andenken von dir. Ein paar hat er ja schon bekommen. Stahlnägel zum Beispiel. Und ein Molotow-Cocktail. Ah ja, was hältst du da für ein Quatsch? Oh, der Barowski weiß ganz genau, was ich meine. Gell, Kalle? Nee, keine Ahnung. Ich spreche von meinem Freund Dr. Renz. Welchen Dr. Renz? Er war einmal dein Anwalt, Kalle. Dr. Renz? Doktor, was hast du mit dem getan? Ich Kalle. Gar nicht. Kalle, Kalle, nein. Ganz ruhig, Kalle, ganz ruhig. Josef. Erinnerst du dich an Dr. Renz? Weißt du, wer das ist? Der war immer sehr nett zu mir. Wollte mir helfen. Du hast überhaupt gar keine Wut auf ihn? Nee, warum? Kalle, hau ab. Hau ab! Tut mir leid, Erich. Tja, Josef, da hast du das falsche Schwein geschlachtet. Ja. Leider. Hier sind die Fotos. Ich muss jetzt erstmal ein paar Stunden allein sein. Ist gut. Alles in Ordnung? Ja, ja, vielen Dank. Bis später, Josef. Ich bin da, wenn Sie mich brauchen. Ja. Das Fenster zu machen. Moment. Ah!
Polizei! Stehen bleiben oder ich schieße! Es brennt wie die Hölle. Aber in 6 bis 8 Wochen ist alles vorbei, sagen die Ärzte. Die Netzhaut ist Gott sei Dank nicht verletzt. Wirst du wieder einwandfrei sehen können, genauso wie früher? Ja, genauso. Aber die Verhandlung wird ja jetzt wohl verschoben. Oder soll ich Hagenfeld einen anderen Anwalt besorgen? Soweit es mich betrifft, findet der Prozess termingemäß statt. Komm, setz dich hin. Ich muss dir was sehr Interessantes erzählen. Ich sitz ja schon. Ach so. Hör mal, Dieter. Die Blumen nehme ich wieder mit. Das wäre ja wie Perlen vor die Säue geworfen. Du hast eine Menge Tugenden, Josef. Aber deine größte ist zweifellos dein Takt. Du bekommst sie, wenn du den Prozess gewonnen hast. Herr Zeuge, Sie haben bei den verschiedenen Einvernahmen geäußert, ein denkbares Motiv des Angeklagten könnte darin bestehen, dass er sich von seinen Spielschulden bei Herrn Döring befreien wollte. Immerhin hat er durch Dörings Tod 171.000 Mark gespart. Ja, das bestreitet der Angeklagte auch nicht. Wie erklären Sie sich, dass er seine Tat ausführte, wo er doch gewusst hat, dass Sie ihm dabei zusehen? Diese Frage bitte ich Sie, Herrn Hagenfeld, zu stellen. Herr Staatsanwalt, noch irgendwelche Fragen? Herr Zeuge, Sie haben uns eben den Hergang so präzise geschildert, dass keine Fragen offen bleiben. Ich danke Ihnen. Herr Verteidiger, bitte. Danke, keine Fragen an den Zeugen. Habe ich Sie richtig verstanden? Sie wollen den Zeugen Althoff nicht vernehmen? Ich verzichte darauf. Na schön. Wie Sie meinen. Anträge auf Vereidigung des Zeugen? Ja, ich beantrage Vereidigung. Die Verteidigung bittet, die Entscheidung darüber zurückzustellen. Zugleich stelle ich Antrag, selbst als Zeuge gehört zu werden, und zwar beim gegenwärtigen Stand der Verhandlung. Und zu welchem Beweisthema bitte? Beweisthema ist der fortgesetzte Versuch einer gewaltsamen Einflussnahme auf die Verteidigung und die Hintergründe dieses Versuchs. Ich habe mich lange gefragt, welche Absicht hinter den mysteriösen Attentaten stand. Ich vermutete, dass sich jemand an mir rächen wollte, aber diese Vermutung war falsch. Wenn ich recht verstehe, wollen Sie sagen, dass irgendjemand mit allen Mitteln verhindern wollte, hier und heute mit Ihnen zusammenzutreffen? So ist es, Herr Vorsitzender. Alle diese Anschläge dienten nur einem einzigen Zweck. Ihr Urheber wollte verhindern, dass ich ihn hier vor diesem Gericht wiedererkennen und identifizieren würde. Dieser Urheber aber, der das mit Recht fürchtete, ist niemand anderes als der Zeuge Althoff. Das ist ja lächerlich. Ich stelle Strafantrag wegen Verleumdung. Das ist eine schwerwiegende Anschuldigung gegen den Zeugen Althoff, Dr. Renz. Sie sind sich im Klaren darüber, dass hier jetzt eine sehr stichhaltige Begründung folgen muss. Dessen bin ich mir bewusst, Herr Vorsitzender. Warum also setzte der Zeuge vermutlich mit Hilfe eines ihm ergebenen Handlangers alles daran, mich hier nicht treffen zu müssen? Ich will es dem Hohen Gericht sagen. Weil der Zeuge Althoff identisch ist mit dem Mann, der mich vor 8 Jahren in einem Hamburger Hotel niederschlug, als ich mich seiner Flucht in den Weg stellte. Identisch mit dem Mann, den ich aus dem Zimmer kommen sah, in dem er Sekunden zuvor eine Frau erwürgt und beraubt hatte. Jawohl, Hohes Gericht. Ich bezichtige den hier anwesenden Zeugen Henry Althoff des brutalen heimtückischen Mordes an der Zahnärztin Hanna Lesowski, begangen am 14. August 1978 im Zimmer 708 des Hotels Pazifik in Hamburg. Das ist ja grotesk, idiotisch, absolut verrückt. Der Mann ist ja nicht zurechnungsfähig. Helga, würden Sie bitte dem Gericht die Fotos vorlegen? Diese Fotos zeigen Herrn Althoff am 16. dieses Monats, also genau vor 10 Tagen, und wurden mir von dem Privatdetektiv Josef Matula einen Tag später vorgelegt. Mit Hilfe dieser Fotos konnte bewiesen werden, dass Herr Althoff
keineswegs verhandlungsunfähig war. Der Anschlag auf meine Sehkraft erfolgte genau dann, als feststand, dass ich Herrn Althoff heute hier sehen und höchstwahrscheinlich wiedererkennen würde. Der Kronzeuge der Anklage ist ein seit Jahren gesuchter Mörder. Herr Staatsanwalt, bitte veranlassen Sie das Nötige. Jetzt verstehe ich endlich, warum du diesen Schirr abgezogen hast, statt den Althoff schon vor 11 Tagen hochgehen zu lassen. Erstens kann einem Angeklagten nichts Besseres passieren, als wenn der Belastungszeuge sich als Mörder entpuppt. Und das muss live geschehen, auf der offenen Bühne des Gerichts. Nicht vorher oder nachher, hinter den Kulissen. Meine Show, wie du es nennst, war für Herrn Hakenfeld eigentlich schon der Freispruch. Das kann man wohl sagen. Ein Freispruch mit Pauken und Trompeten. Stufe? Und zweitens? Zweitens habe ich das Spektakel, das gebe ich zu, genossen. Ja. Ein guter Verteidiger muss auch ein guter Schauspieler sein. Richtig. Genauso wie ein guter Privatdetektiv ein guter Tankwart sein muss. Sehr richtig. Und jetzt will ich die Blumen. Kannst du den schon wieder sehen?